Satyame Vachaya Te. In diesem Vortrag geht es um das Thema Wahrheit. Wahrheit alleine siegt, Wahrheit alleine macht frei, befreit und Wahrheit alleine heilt. Es geht um die Bedeutung von Wahrheit und die große Macht der Wahrheit. Und ich will in diesem Vortrag darauf hinweisen, dass das Streben nach Wahrheit für euch der einzige Retter ist in eurem Leben und in meinem Leben auch. Satyame Vachaya Te. Satyame Vachaya Te. Das ist ein alter Spruch. Man schreibt das so und man bindet das dann herüber. Das ist Sanskrit. Ja. Satyame Vachaya Te. Entschuldigung. Vachaya Te. Sorry. Das ist ein Y. Satyame Vachaya Te. Wahrheit alleine siegt. Wahrheit alleine siegt. Das ist für mich einer der schönsten Sprüche aus meiner alten Zeit der vedischen Forschung. Die Wahrheit alleine siegt. Nanritam kommt da noch. Satyame Vachaya Te Nanritam. Diese drei Worte stehen in Sanskrit auf der indischen Flagge. Das ist der Slogan des indischen Volkes, Satyame Vachaya Te, auch vom Klang her. Man spürt die Kraft und die Macht darin. Und darauf wollte ich heute ein bisschen eingehen. Ich rede ja dauernd immer über Wahrheit, aber mir geht es heute noch einmal um diesen Impuls, durchaus, wie komme ich denn dahin und was sind die Kräfte, wie komme ich dahin? Ich habe in meinem Neujahrsvortrag sozusagen dieses Jahr 2023 als das Jahr der Erkenntnis ausgerufen. Gesagt, Leute, lasst uns in diesem Jahr uns damit beschäftigen. Man sagt auch im Ayurveda übrigens, ja, Erkenntnis ist der größte Heiler. Erkenntnis ist der größte Heiler. Und wenn die Erkenntnis im Grunde genommen wirklich der Wirklichkeit entspricht, dann ist es die Wahrheit. Deshalb habe ich den Vorschlag gemacht, lasst uns dieses Jahr vor allem uns mit dem Begriff der Erkenntnis befassen, was Erkenntnis bedeutet im Leben von uns Menschen. Wir machen ja Erkenntnisstudiengänge, wo ich immer sage, das ist das Beste, was wir anbieten, kann ich euch nur empfehlen, das Beste. Hier geht es jetzt um die Wahrheit, der Schritt, dass es um eine wahre Erkenntnis geht. Oft verbindet man Erkenntnis schon den Begriff wahr, wir lassen das etwas offen. Was macht krank und was heilt? Wir kennen den Placebo-Effekt und den Nocebo-Effekt. Erkenntnis und Wahrheit entsteht durch unser Denken. Und wenn wir falsch denken, dann werden wir krank und wenn wir richtig denken, werden wir gesund. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, uns zu heilen. Placebo-Effekt. Oder uns krank zu machen, der Nocebo-Effekt, das weiß man in der Medizin. Das habe ich immer wieder in meinen Vorträgen gebracht. Schaut euch das noch einmal an. Wahrheit alleine siegt. Wahrheit alleine macht frei. Das ist nämlich siegt, macht frei. Und zum Schluss ist Wahrheit der große Heiler. Nach der Wahrheit kommt die Freiheit. Deshalb der Vorschlag, in 2 Jahren das zum Thema zu machen. Ich spreche heute schon über Wahrheit, aber auch im Ayurveda heißt es, Erkenntnis ist der größte Heiler. Erkenntnis heilt. Weil in dem Moment, wo ich im Irrtum bin, ihr müsst euch nur überlegen, was passiert. Warum ist ein Nocebo-Effekt möglich? Warum kann ein Irrtum im Denken zur Krankheit führen? Weil unser Denken, das ist mein Vortrag über Angstfasten, über die Angst gewesen, schaut euch das an. Weil unsere Gedanken unsere Gefühle erzeugen. Und die Gefühle gehen dann auf den Körper über entsprechende Stressreaktionen im Körper. Ausschüttung von Hormonen, Stresshormone und so weiter. Und bei Dauerstress wird halt der Körper krank. Es ist natürlich das Denken nicht allein, weil wir natürlich hier da auch in eine Handlung gehen aus unserem Fühlen.
aus verschiedenen Anlässen, aber wenn wir uns durch unser Fühlen treiben lassen und von einem Irrtum uns treiben lassen, dann machen wir uns krank. Das heißt, das wissen wir schon, das ist nichts Neues. Das ist wissenschaftlich zu 100% bewiesen. Nur in der Konsequenz ist ja die Frage, okay, was muss ich tun? Ja, was muss ich tun? Wahrheit alleine siegt. Was passiert, wenn ich ein Irrtum habe? Ja, dann erzeugt unser Gedanken im Nervensystem etwas, wir handeln danach und dann stellen wir fest, ja, die Handlung war nicht so glücklich. Das hat Konsequenzen. Ja, ich baue einen Unfall, ich bin nicht aufmerksam und. Oder meine Gedanken erzeugen mir ein bestimmtes Bild von einem Menschen, ich falle auf einen Heiratsschwindler herein und bin pleite. Oder ihr kennt diese Geschichten mit den betrügerischen Anrufen jetzt wieder. Eine Frau hat ihr ganzes Haus verloren, weil die Leute so klug und geschickt sind, ihnen eine Not am Telefon vorzugaukeln und die Menschen durchschauen es nicht, wobei das so einfach ist. Das ist deshalb das, wo es im Veda darum geht, wie komme ich zu Satyam? Satyam, Satyame, Vajjayate. Wie komme ich dann dahin? Also das war schon bereits der Impuls zu sagen, okay, es ist unser Denken, mit dem wir unser Leben bestimmen, weil unser Denken bestimmt unsere Gefühle und Handlungen. Es ist nicht das Fühlen, das unser Leben primär bedingt, sondern unser Denken. Jeder Handlung geht zunächst ein Gedanke voraus. Natürlich treiben uns unsere Gefühle wiederum zu Gedanken. Klar, aber die Gefühle kann ich nur beherrschen lernen durch Denken. Das alles lernt man in der Erkenntniswissenschaft bei uns in der Universität. Und jetzt kommt ein zweiter Begriff aus dem Veda und auch dem Ayurveda. Das nennt man Pragyaparat. Pragyaparat wird auch gebunden. Pragyaparat, was ist das? Ja, das ist hier, das ist der Intellekt und das ist der Irrtum. Das ist umgekehrt. Der Irrtum des Intellekts oder der Intelligenz. Das ist genau das, was ich vorhin hingeschrieben habe. Pragyaparat sagt beim Ayurveda, erzeugt Avidya, die Unwissenheit, und Unwissenheit erzeugt die Krankheit. Und Erkenntnis ist der Heiler. Was ist Pragyaparat? Was ist der Irrtum des Intellekts? Der Irrtum des Intellekts ist zu glauben, der Größte und der Intellekt. Ich bin ein Körper. Das ist der große Pragyaparat, der große Fehler, der große Irrtum des Intellekts. Das ist Materialismus, zu glauben, ich bin der Körper. Schon bin ich in diesem großen Irrtum drin, in dem die ganze Menschheit steckt. Erinnern wir uns an den Vortrag über den Schwellenübergang. Und was war Corona? Das ist ein riesengroße Irrtümer, die jetzt aufgedeckt werden. Und die Menschheit erlebt eine Krise nach der anderen, weil die Irrtümer platzen müssen. Sie müssen sich auflösen. Unsere Seele, unser Geist lässt nicht auf Dauer zu, dass wir mit unserem kleinen Ego glauben, uns gäbe es nicht als geistiges Wesen. Ja? Wir sind geistiges Wesen. Ich bin, sagte Christus, ein Geistwesen. Und das ist das, was die alten Inder mit einem anderen Begriff bezeichnet haben. Nämlich die Frage ist, wie komme ich vom Intellekt weg? Wie komme ich vom Intellekt weg? Und da gibt es einen dritten Satz, das ist sogar jetzt bei Patanjali, dem Begründer des Yoga, direkt geschrieben. Ritam Bara Pragya. Pragya. Erkläre ich gleich, was das heißt. Die Ursache für alle Krankheiten, also die größte Ursache für alle Krankheiten ist der Pragyaparat, der Irrtum des Intellekts zu glauben, dass wir der Körper seien, also Materialismus. Die Heilung liegt natürlich darin zu erkennen, ich bin ein geistiges Wesen und das in aller Klarheit zu durchschauen. Das hatten wir schon gebracht bei dem Thema Corona, dass die Menschheit in der Situation ist, zu verstehen zu müssen,
dass wir geistige Wesen sind, uns nicht weiterführen lassen in Richtung Materialismus und Transhumanismus. Das ist der Tod. Das ist die große Krankheit. Aus dem großen Irrtum des Intellekts entsteht die große Krankheit der Menschheit. Der Untergang der sozialen Beziehungen der Menschheit. Weil in dem Moment, wo wir glauben, ich bin nur ein Körper, dann heißt das in der Konsequenz, ich bin eine Maschine. Und weil ich eine Maschine bin und weil ich nur ein Körper bin und der vergänglich ist, ist es klar, dass ich irgendwann gehen muss. Und wenn ich irgendwann gehe, dann gibt es mich nicht mehr. Dann verliere ich mein Ich. Das ist der Plagiat-Palat. Und was ist deshalb völlig die logische Konsequenz? Damit ich nicht verloren gehe, muss ich diesen Körper, diese Maschine aufrechterhalten. Dann ist die Konsequenz der Transhumanismus jenseits des Menschlichen. Das ist die echte Gefahr und der Wahnsinn des Transhumanismus. Aber eine logische Konsequenz, seht ihr, das ist Logik. Wenn ich weiß, dass ich nur eine Maschine bin, dann werde ich mit allen Mitteln versuchen, diese Maschine aufrechtzuerhalten, weil mich gibt es ja sonst nicht mehr. Beziehungsweise ich werde das, was ich in der Maschine bin, ja, meine Gedanken, die sind ja alle in der Maschine, wenn man die rausholt und auf einen frischen neuen Körper überträgt, dann gibt es mich ja weiter als Programm in dieser neuen Maschine. Das ist dieser extreme Transhumanismus, der die Menschheit zum Schluss ausrotten würde, wenn man ihn weiterverfolgt. Das ist der gefährliche Transhumanismus. Der resultiert aber ganz logisch aus dem Plagiat-Palat, aus dem großen Irrtum des Intellekts, zu glauben, dass wir nur ein Körper sind. Die Konsequenz ist völlig klar. Dann schaue ich, dass ich den Körper auf alle Zeiten aufrechterhalte. Das heißt, ich will eine körperliche Unsterblichkeit. Das ist die logische Konsequenz. Und die körperliche Unsterblichkeit ist das Ziel von einem Wesen, das wir hier auf diesem Kanal auch schon ganz gut kennen. Er heißt Ahriman oder Ahriman. Ahrimans Ziel ist, uns einzureden, die körperliche Unsterblichkeit und die auch zu schaffen, zu versuchen, den Körper ewig aufrechtzuerhalten und damit auch die Erde. Wird nicht gelingen, weil irgendwann wird die Erde nicht mehr da sein. Das wird auch Ahriman nicht aufhalten können. Aber diesen Irrtum, redet er uns dauernd ein und es gibt nicht wenige Menschen, die sehr erfolgreich diese Idee vertreten und Millionen Leser und Millionen Menschen folgen dieser Idee. Und es ist klar, dass natürlich diese Idee, weil sie ein Irrtum ist, ganz massive Konsequenzen haben wird für die soziale Gesundheit der Menschheit. Wir werden damit soziale Strukturen töten. Weil wenn ich denke, dass ich eine Maschine bin, dann werden wir uns alle wie Maschinen behandeln. Haben wir oft genug behandelt. Oft genug gesagt. Das ist das, was schon die alten Inder vor tausenden von Jahren gesagt haben. Der große Irrtum des Intellekts ist die einzige Ursache eigentlich für alles Leid. Ist die einzige Ursache für Krankheiten. Und deshalb müssen wir schauen, wie können wir diesen Fehler überwinden. Und deshalb habe ich diesen dritten Satz hingeschrieben, Ritambara Pragya. Was ist das wiederum? Was bedeutet das? Wir sehen, dasselbe Wort kommt wieder vor. Pragya, ja, der Intellekt oder die Intelligenz, wie immer wir das nennen wollen. Da sind wir jetzt heute Abend nicht so scharf. Ja, hier haben wir den Irrtum. Welche Ebene brauchen wir für unsere Intelligenz und für unseren Intellekt? Dass wir das überwinden. Und deshalb habe ich das hier mit den Sanskrit-Worten einmal hingeschrieben. Ritam, was ist Ritam? Ritam ist die Ebene, so heißt es hier bei Patanjali steht eben hier Ritambara Tatra Bhagya. Da steckt noch dieses Wort Tatra dazwischen. Tatra ist, habe ich hier weggelassen, Tatra ist eigentlich die Zeit. Das heißt, es wird uns dann zur rechten Zeit das Wissen aufgeben, um diesen Irrtum zu überwinden.
Patanjali war ja der eigentliche Gründer, Begründer des Yoga-Systems, der das erste Mal darüber geschrieben hat, sagen wir so. Und Shritam jetzt, das lernt man auch sozusagen in der vedischen Schulung, aber nichts anderes machen wir in der Geisteswissenschaft, in der Erkenntniswissenschaft. Shritam sagt man, in diesem Zustand der Reinheit, in dem Zuständen, das ist ein Zustand, wo hier, wir können sagen, füllen oder wird getragen oder entsteht. Der Intellekt füllt sich mit Wahrheit. Auch hier haben wir den Begriff der Wahrheit, aber es ist ein bisschen mehr als Wahrheit. Denn Ritam ist diese Ebene der Wahrheit. Da, wo wir Wahrheit finden, das ist Ritam. Deshalb hat man das Ziel in der vedischen Schulung, die Ebene von Ritam zu erreichen. Weil wenn ich in Ritam bin, dann füllt sich meine Intelligenz, mein Intellekt mit der Wahrheit, wird getragen von der Wahrheit. Also dieses Vara hat etwas zu tun, dass eben hier etwas getragen wird oder auch geschaffen wird. Ja? Wir können auch hier sagen, in gewisser Weise schaffen. Auf dieser Ebene wird Wahrheit geschaffen für den Intellekt. Das Interessante ist an der Stelle, nur ich fand es jetzt ganz spannend, dass im Alten Testament dieses Wort vorkommt ohne H. Bereshit bara Elohim. Der erste Satz im Alten Testament beginnt mit Bereshit bara. Am Anfang oder im Urbeginn schufen bara die Elohim Himmel und Erde. Nicht Gott, sondern die Himmel und Erde. Da kommt dasselbe Wort vor. Also auf dieser Ebene von Ritam wird in unserem Intellekt, in unserem Verstand, unserer Vernunft, unser Denken, wird die Wahrheit geschaffen. Das ist die Ebene von Wahrheit. Der Geist füllt sich mit Wahrheit, wenn er auf die Ebene von Ritam geht. So, und was ist jetzt Ritam in unserer modernen Sprache? Ritam, diese Ebene, wo man hier verschiedenste Übersetzungen hat. Es ist ja schwierig, die alten Meister, die alten Rishis, noch dazu die Maharishis, wie Patanjali korrekt zu übersetzen, weil man muss ja wissen, was Patanjali mit Ritam gemeint hat, mit diesem Wort. Wir sehen ja schon, auch hier, wenn wir, gibt ja diese Vortragsreihe auch hier von mir über die Schöpfungsgeschichte nach Rudolf Steiner. Da wird genau erklärt, was dieses Bara ist, ja, was da wirklich geschieht. Ja, das ist ein schöpferischer Prozess. Und wenn wir jetzt aber dieses Ritam anschauen, wenn er die vedische Bedeutung nimmt und versucht herauszufinden, wenn hier von Reinheit die Rede ist. Man sagt ja auch, gibt meistens nur englische Übersetzung hier, in diesem Zustand der ätherischen Reinheit, also der geistigen Reinheit. Ritam ist die Ebene, kann man sagen, der geistigen Reinheit. Das wäre etwas. Da, wo der Geist rein ist, da, wo der Geist rein ist, ungetrübt, dort lebt die Ebene von Wahrheit. Dort finden wir Wahrheit. Das bedeutet Ritam Bara Pragya. Und wir könnten nämlich sagen, was ist dann das, was dann kommt? Das Ergebnis dieser Wahrheit, da würden wir heute sagen, das ist die Intuition, und zwar die Intuition in ihrer Reinheit. Die Intuition in ihrer Reinheit, nicht getrübt durch meine Vorurteile, nicht getrübt durch meine Persönlichkeit, durch nichts getrübt, sondern in der geistigen Reinheit erlebe ich die Wahrheit. Da finde ich sie. Ich erlebe in meinem Geist, in meinem Intellekt, in meiner Intelligenz, in meiner Vernunft, in meinem Verstand erlebe ich die reine Intuition als Wahrheit. Und das gilt für zwei Ebenen. Das gilt für zwei Ebenen, nämlich das eine ist für Erkenntnisse über die Welt. Das ist das, was jetzt ist. Und dann die Erkenntnisse über die Handlungen. Was tue ich? Ja, was soll ich jetzt tun? Und wenn ich aus meinen Begierden und Trieben etwas suche, dann bin ich nicht auf der Ebene von Ritam. Da lebt auch Satyam. Dort lebt die Wahrheit. Das ist ein anderer Begriff. Ritam ist diese Ebene von Wahrheit.
wo Satya, Satyam entsteht. Sat, Sat ist immer die Reinheit auch, deshalb gibt es im alten Veda dieses Satchit Ananda, dieses reine Glückseligkeitsbewusstsein. Das reine Glückseligkeitsbewusstsein erlebt man in diesem Ritam. Da erlebt man das. Also was ist das jetzt für uns heute? Was ist denn geistige Reinheit? Was ist diese Ebene, wo ich weiß, da bin ich nicht getrübt in meiner Erkenntnis, entweder über die Vergangenheit oder über die Zukunft meiner Handlung, da bin ich nicht getrübt durch meine persönlichen Emotionen oder meine Vorurteile und so weiter. Ja, und jetzt ist so wunderbar, dass wir jetzt jemanden haben, einen neuen Rishi. Jetzt sage ich hier einen Maharishi. Es gab einen neuen Maharishi im 20. Jahrhundert, der hieß Rudolf Steiner. Das ist für mich, ich habe ja selbst mit einem Maharishi sehr eng zu tun gehabt, das war Maharishi Mahesh Yogi. Und aus vedischer Sicht würde man sagen Maharishi Rudolf Steiner, weil er war ein großer Seher. Maharishi heißt großer Seher. Rudolf Steiner war ein Maharishi und der größte Maharishi des Westens überhaupt. Das ist so. Ja, also aus der Wertschätzung der vedischen Kultur würde man sagen Maharishi Rudolf Steiner. Sage ich jetzt mal an der Stelle so. Das sagt natürlich kein Anthroposoph, aber das ist ja aus der vedischen Sicht Maharishi Rudolf Steiner. Das war der größte Seher in den letzten Jahrhunderten. Und dieser Maharishi Rudolf Steiner hat im 19. Jahrhundert drei Werke geschrieben. Das dritte Werk heißt Die Philosophie der Freiheit. Und das erste Werk heißt die GA2 ist ja, Grundlinien einer Erkenntnistheorie, einer Erkenntniswissenschaft, der Erkenntnis. Die Erkenntnis, die heilt, die Wahrheit, die heilt, das ist eine Wahrheitswissenschaft, eine Erkenntniswissenschaft. Und er geht dann noch weiter und schreibt in seinem Buch der Philosophie der Freiheit, wie komme ich zu einer Handlung, die wirklich Liebe ist? Und wie komme ich vorher zu Erkenntnissen, die der Wahrheit entsprechen? Wahrheit ist immer ungetrübt, ohne Irrtum. Eine Wahrheit ist immer rein. Und wenn ich in Liebe handle, dann ist es eine Handlung aus reiner Intuition. Das heißt, hier spricht Rudolf Steiner dann mit zwei Begriffen, wo er sagt, hier, ich hoffe, es kann das noch sehen, ansonsten hier hat er den Begriff, oder ich mache es vielleicht noch besser so, ja, diese Reinheit, dieses Ritam, dieser reine Geist, kennt jetzt zwei Aspekte in der Philosophie der Freiheit, nämlich die reine Intuition, das ist das, die Wahrheit, die dann geschaffen wird, aber sie ist rein. Sie ist nicht getrübt durch meine Persönlichkeitsstruktur. Und hier haben wir das reine Denken. Nicht das Gefärbte, nicht das Getrübte, nicht durch emotionale Impulse getrübte Denken. Das reine Denken, das eine reine Intuition schafft, das ist das, was hier in der Philosophie der Freiheit beschrieben ist, zum Schluss dieses Werkes, das grandioseste Werk, das ich persönlich kenne aus den letzten Jahrtausenden. Hier ist beschrieben, was Ritam ist. Das ist Ritam für mich, ganz klar. Wie ich aus dem reinen Geist, einem reinen Denken, zu einer reinen Intuition komme, die ungetrübt ist. Nicht getrübt durch Egoismus, nicht getrübt durch Emotionen und so weiter, nicht durch Vorurteile und so weiter, nicht durch Glaubenssätze, sondern ich gehe auf die Ebene des reinen Geistes. Auf die Ebene des reinen Geistes. Und das ist Ritam. Dort wohnt die Wahrheit. Und dort wohnt die Liebe, die dann daraus heraus in eine Handlung geht, die von Liebe durchdrungen ist, entweder zu mir selbst oder zu anderen. Das war dieser Impuls, den ich euch hier mitgeben wollte in diesem kleinen Vortrag. Noch einmal für uns, dass wir sehen, dass wir diese alte vedische Sprache, diese mächtige Sprache, heute völlig neu durchdringen können und dann aus Anthroposophie heraus, aus Geisteswissenschaft, diese alten Begriffe, diese Solitambara Pragya jetzt verstehen können. Das ist nichts anderes als bei Rudolf Steiner die Philosophie der Freiheit und seine Erkenntniswissenschaft. Gehe auf die Ebene
von Ritam, auf der Ebene, wo die Wahrheit wohnt, und du wirst in deinem Intellekt diese Wahrheit bekommen, schaffen, sie wird dich tragen. Ritam para pragya. In der Philosophie der Freiheit von Rudolf Steiner ist es das uralte Ritam para pragya, das ich aus der alten Tradition kannte, jetzt für mich eine klare, bewusste, verständliche Wirklichkeit geworden. Ich weiß heute, für mich, ich kann nur sagen, das ist mein Verständnis davon, das muss nicht stimmen. Aber es ist so klar, wenn man diese beiden Ansätze kennt, ist es völlig klar, weil wir haben ja früher geübt, mit Ritam zu arbeiten. Und das ist nichts anderes, als was ich heute wiederfinde in der Philosophie der Freiheit von Rudolf Steiner. Nur da haben wir eben in moderner Form eine klare Begrifflichkeit und einen klaren Zugang und eine klare Praxis, wie ich dieses Streben nach Wahrheit verwirkliche. Und Wahrheit ist der größte Heiler. Ja, Wahrheit alleine heilt zum Schluss. Ja, weil nur die Liebe heilt zum Schluss. Und ich komme nur über die Wahrheit zur Liebe. Ja, wir haben diese beiden Begriffe hier dazwischen stehen, immer wieder die Wahrheit und die Freiheit. Ja, aus der Wahrheit schaffe ich die Freiheit. Und nur in der Freiheit ist Liebe wirklich möglich. Und dann schließt sich der Kreis, wo man fragen muss, naja, dieser reine Geist, dieses reine Denken, das üben wir ein Jahr lang in dem Studiengang auch und verstehen, mit wem habe ich es da zu tun? Ja, das sagen wir mittlerweile. Ja, der reine Geist ist der Geist Gottes, das ist nichts anderes als der Geist Gottes, das ist er. Und er heißt dann bei uns irgendwo Heiliger Geist, beim Christentum. Und bei den alten Indern heißt er Ritam. Ritam, Ritam wird dir die Wahrheit liefern. Das ist nichts anderes wie der Geist Gottes, der Heilige Geist. Und das ist nichts anderes als der, von dem dann jener mächtige Geist vor 2000 Jahren gesagt hat, das ist der Geist der Wahrheit. So steht es im Johannesevangelium. Und ihr seht jetzt, dass im Johannesevangelium dieses Ritam beschrieben ist, wo Jesus Christus sagt, ich schicke euch den Geist der Wahrheit. Wenn ich gehe, schicke ich euch den Geist der Wahrheit, der nichts anderes ist als der Geist Gottes. Den nennt man auch den Heiligen Geist oder den heilenden Geist. Seht ihr? Wahrheit heilt. Weil Wahrheit wird geliefert vom heilenden Geist, vom Heiligen Geist. Und das ist nichts anderes als diese Ebene von Ritam. Ritam ist diese Ebene, wo wir die Heilung herbekommen. Und diese Ebene ist es auch Satyame Vachayate. Diese Ebene ist der Sieger. Es gibt keinen anderen Sieger als die Wahrheit. Satyame Vachayate. Wahrheit alleine siegt. Nan Ritam heißt es, die Unwissenheit wird nicht siegen. Die Unwissenheit wird nicht siegen. Keine Chance. Und egal, was passiert heute in der Welt und welche Krisen, es gilt immer Satyame Vachayate. Der heilende Geist wird siegen, kein anderer Geist. Das Böse ist zugelassen, um uns herauszufordern, in die Wahrheit zu kommen. Deshalb beutelt es uns im Moment so in der Weltgeschichte. Weil das Ziel ist, dass wir den Geist der Wahrheit ergreifen und uns von Irrtum und Lüge lösen. Dass wir Avidya auflösen, die Unwissenheit, die krank macht. Der Irrtum macht krank, die Lüge macht krank. Ja, die Unwahrhaftigkeit macht krank. Allein die Wahrheit heilt. Und ich komme nur zu ihr über die Erkenntnis. Deshalb ist Erkenntnis das Schlüsselwort. Für mich jetzt auch in diesem Jahr, dass wir begreifen müssen, was dieses mächtige Instrument in uns ist. Und das ist von mir aus auch dieses Wort Pragya. Pragya ist unsere Erkenntnisfähigkeit, Pragya. Und wenn ich sie falsch einsetze, dann habe ich Pragya parat. Den Irrtum der Erkenntnis, den Irrtum des Intellekts, dass ich das Wahre vom Falschen nicht unterscheide, dass ich das Wesentliche vom Unwesentlichen nicht unterscheide. Pragya ist unsere Erkenntnisfähigkeit und deshalb braucht man Erkenntniswissenschaft heutzutage, um den Irrtum und die Ursache für alle Krankheiten, der auf die Schliche zu kommen und dann zu sagen, ich brauche andere Erkenntnisse. Das ist überall so, jeder weiß das jetzt, aber durch Rudolf Steiner wird das mittlerweile so klar
Und der Weg ist klar, wie ich dorthin komme. Das ist ein Übungsweg. Das ist ein Weg, wo man einfach ein paar Dinge lernen muss und sie anwendet. Und dann weiß man und versteht, wie man mit diesem Geist zusammenarbeitet. Das ist gar nicht so schwer. Und das lernt man relativ schnell und erlebt dann, was es bedeutet, sich diesem Geist der Wahrheit, diesem Ritam zu widmen. Und dort gilt dann, wenn ich diesen Geist der Wahrheit ergreife, ja, da gilt dann dieses Ritam Bala Pragya. Und ich kann das nur ergreifen mit meinem Ich. Ja, ich kann nur sagen, ich will die Wahrheit erstreben. Dieser Wille ist dann noch das Entscheidende. Seht ihr, das geht nicht ohne den Willen. Aus unserem Ich heraus müssen wir den Geist der Wahrheit lieben lernen. Und da haben wir dann wieder dieses Ich, dieses Jesus Christus. Das heißt, der Christus in uns ist die Ebene, die uns diesen Geist der Wahrheit geschickt hat, damit wir uns befreien können, dass wir siegen können und dass wir uns selbst heilen können in Körper, Geist und Seele. Wobei es die Krankheit eigentlich nur auf der körperlichen Ebene gibt. In der Seele ist es der Irrtum. Ja, das ist nicht wirkliche Krankheit. Seele und Geist sind nicht wirklich krank, sondern sie unterliegt dem Irrtum. Und den Irrtum muss ich heilen, indem ich die Wahrheit hineinbringe. Die Seele heile ich nur durch Wahrheit, weil die Seele nur krank sein kann im Irrtum. Und das wollte ich euch heute mitgeben, dass ihr noch einmal seht, dass dieses alte Wissen aus dem Veda heute eigentlich neu, völlig neu gebracht wird von einem Rudolf Steiner, wo wir dann diese Dinge, ich habe die ja früher auch gelernt, die waren sehr abstrakt, die werden auf einmal sehr, sehr konkret, wo man dann genau weiß, wie komme ich auf diese Ebene von Ritam, wo mir dann die Wahrheit sozusagen offenbart wird, aber auf einer Ebene, die nichts mit meinem kleinen Ego zu tun hat, mit meinem kleinen Selbst, sondern mit jener Wesenheit, die von sich aus gesagt hat, ich schicke euch diesen Geist und der wird euch frei machen. Und aus der Freiheit können wir dann lieben. Das heißt, die Botschaft ist dann zum Schluss eben das, was wir generell als die Liebe bezeichnen. Das ist das, was ich heute euch noch einmal mitgeben wollte zu diesem Jahr der Erkenntnis. Diesen Impuls, Erkenntnis und Wahrheit, das sind die großen Heiler. Und es gibt einen klaren Weg und der Weg ist gegeben auch, ist gegeben von diesen Wesenheiten, die jetzt heute in diesem neuen Zeitalter uns einen anderen Weg geben, als wir früher gegangen worden ist, weil früher ging das, heute geht das nicht mehr. Heute geht es diesen Weg über die Erkenntnis, über die bewusste Erkenntnis. Das ist unser Weg und die macht uns frei. Und mit diesem Weg können wir die großen Krisen dieser Zeit meistern und wir brauchen auch keinerlei Angst haben vor irgendetwas, was da auf uns zukommt. Auf dieser Ebene, wenn man sie mal verwirklicht hat, gibt es auch keine Angst mehr. Das ist immer schwieriger, Angst zu haben auf dieser Ebene, weil man steht ja in etwas drin, was der Schöpfer von allem ist. Das ist eine natürliche Entwicklung. Und in diesem Sinne möchte ich diesen kleinen Vortrag beenden und freuen wir uns aufs nächste Mal. Euer Axel Burkhardt und das Team von Geisteswissenschaft TV und der Akademie Zukunft Mensch.